Willkommen in der Ausstellung Social Design. Wie wollen wir leben hier in Braunschweig? Was ist Social Design? In der Auffassung dieses Projekts ist Social Design Gestaltung für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft auf der Basis von Dialog, Emanzipation und Partizipation. Das Thema ist meiner Ansicht nach so aktuell, weil die global agierende Wachstumsökonomie und die damit verbundenen Folgen für Menschen und Umwelt immer gravierender und existenziell bedrohlicher werden. Während ich diese Ausstellung vorbereitet habe und während ihrer Laufzeit in Zürich, Hamburg und jetzt in Braunschweig, hat sich die internationale politische Situation in einer Art und Weise verändert, die ich nicht für möglich gehalten hätte, noch vor ein paar Jahren. Und zuletzt haben wir jetzt als globales Problem, was uns regional überall betrifft, die Covid-19-Pandemie dazu bekommen. Wenn wir auf Tendenzen eines zunehmenden Populismus und Rassismus, einer Renationalisierung und Abschottung blicken und dazu täglich mit politischen Entscheidungen konfrontiert werden, die keine Rücksicht auf Umwelt, Klima und die Endlichkeit der Ressourcen nehmen, machen sich viele Menschen berechtigterweise Sorgen um die Zukunft. Daher steht, wie schon in früheren Krisenzeiten, die Entwicklung einer weltoffenen sozialen Kultur und die Neugestaltung von sozialen Systemen, Lebens- und Arbeitsumgebungen, die eine Welt als Ganzes im Blick haben, zur Diskussion. Social Design stellt sich dem zunehmenden Ungleichgewicht in Bezug auf Ressourcen, Produktionsmittel, Bildung und Zukunftschancen und setzt auf einen neuen, gleichberechtigten Austausch von Individuum, Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft. Immer dabei geht es auch um Freiheit, Gemeinschaft und Gerechtigkeit für alle Beteiligten, Werte, die seit der Aufklärung in jeder demokratischen Verfassung verankert sind.